Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Max Payne 2. Ja, in der letzten Folge waren wir viel damit beschäftigt, Max zu schützen, und das machen wir jetzt auch wieder. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, wie war denn hier nochmal zielen? Nee, das war nicht zielen. Warte mal, wie war denn das jetzt? Nein? Irgendwie ging das doch. Verdammt. Nee. Die Knifte. R war Reload. T? Nein. Okay. Mist, ich hatte es doch letzte Folge rausgefunden. Wie war denn das? Z? U? Nein. Auch nicht. Ach, verdammt. Wird schon gehen. Das wird schon irgendwie gehen. Verdammte Axt, wie war denn das jetzt? Wie ist die Aussicht, Mona? Oh, sie ist ganz okay. Na? Sag mal, die trifft ja auch null so. Wartet mal, wir machen mal ganz kurz Break. Okay. Da sind wir wieder. Jetzt weiß ich auch, wie das Wie ist funktioniert. die Aussicht, Mona? Ziel auf die Glasflasche. Jetzt weiß ich wieder, wie man zielt. Hey, hatte ich doch eh schon mal gedrückt. Schlechte Nachrichten. Die erste Tür ist auch verschlossen. Schlimmer noch, die Söldner sind froh, mich zu sehen. Ach, das ist doch schön, wenn die große. Ups. Upsi. Das war nix. Verdammte Axt, geht das schon wieder so los? Ja, okay. Wissen wir. Kennen wir. Weiter geht's. Ah ja, ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Und solltet ihr ein Sekündchen Zeit haben, könnt ihr auch gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Das hilft mir immer sehr. Boah, ich bin fast schon wieder tot. Schlechte Nachrichten. Die erste Tür ist auch verschlossen. Schlimmer noch, die Söldner sind froh, mich zu sehen. Na toll. Ich bin ja auch froh, dich zu sehen, Max, aber. Warte mal, ich hab das Scharfschützengewehr nicht ausgewählt. Ich gehe zur zweiten Tür. Ich gebe dir Deckung. Ja, das sage ich immer so einfach. Na komm, Maxi. Maxel, mach ihn. Verschlossen. Wir Natürlich. gehen langsam die Türen aus. Noch eine links über den Hof. Geh die Türen, mir das Leben. Bleib, wo du bist. Ich sag dir, wenn ich in Position bin und dir von der anderen Seite Deckung geben kann. Ach, scheiße. Wenn sie es nicht auf die andere Seite des Hofes schaffen würde, würde ich es nicht schaffen, hier lebend rauszukommen. Ganz einfach. Na, schöne Axt. Okay, warte mal. Komm hier. Wow. Geht schon. Ach, scheiße. Das war's dann schon. Na? Ihr könnt auch gerne mal so ein bisschen Leben fallen lassen. Ah, ihr macht das sogar. Oh, schön. Ach Gott, die Knifte hat zu wenig. Warte mal. Nee, nimm mal wieder die MP5. Die macht eigentlich ganz gut Aua. Aber erstmal Speicherinski. Na, das klingt ziemlich nach der passenden Seite. Moment. Okay, Action. Action. Aktion! Ach da. Auf die Plätze, fertig, los! Und los geht's! Auf die Fertigplätze, die ran! Menge tobt. Echt? Was seid ihr denn? Ach, da seid ihr!
Ah, da ist noch einer. Okay. Lucky Shot. Na komm. Das muss doch langsam offen sein. Oh, halt die Klappe. Noch ein Tor aus dem Hof hinaus. Eine letzte Chance. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, schon wieder? Die Geisterbahn. Du wolltest darüber reden. Was ist passiert? Oh ja, klar. Ja. Und? Und was, Max? Wiederhole. Es gibt Probleme. Verdammt! Noch mehr Söldner! Mona, kannst du... Max? Max, melde dich. Kannst du mich hören? Bastard. Was? Wieso? Sava? Ist hier gerade unter Beschuss und du... Hallo, du bist ja auch Mädel. Das muss ich dir mal sagen. So, gut, dass ich es dir gesagt habe. Heieiei. Die ist ja auch wieder mal die Freundlichkeit in Persona. Aber okay. Damit müssen wir wohl klarkommen. So, sagst du mir auch, wo ich lang muss? Wow. Nein. Oh, das hasse ich. Kommt raus und ballert direkt los. Nee, so will ich das nicht. So, jetzt weiß ich wenigstens, dass du da rauskommst. So machen wir das. Wow. Da wird mir schon wieder viel rumgeballert. Da ballert noch jemand. Ja, komm, hör auf mit dem Scheiß. Oh ja, wegen der Scheißsequenz draufgegangen. Ey, ah, leck mich doch am Botzel, du. Das war jetzt auch wieder. Ey, wenn ihr schon so eine Szene macht, die ich nicht abbrechen kann, dann bitte auch so, dass ich nicht... Die Sirenen waren verklumpt. Mona muss da erleichtert sein. Irgendein Notfall an irgendeinem anderen. Wow. Da sind noch welche. Gib mir Deckung. Ja, gib mir Deckung. Hey, 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 hey. Kann ich gleich wieder alle reinsnacken hier? Okay. Interessante Musikkulisse. Okay, hier oben ist nix. Wo soll ich jetzt lang? Hier lang. Oh, vielleicht nachladen, bevor ich hier weiter renne. Oh nein! Es hat sogar mal geklappt. Ich fasse es nicht. Munition ist immer gut. Ein bisschen Leben wäre auch ganz nice, aber gut, ich habe noch eins. Wow. Ja, das kann man so... Achso, okay. Kann man so durchgehen lassen. MP-Munition sieht gut aus. Verstecken ist sinnlos. Das ist doch... Was? Dem geht's noch gut da unten. Nee. Ach, scheiße. Nein, jetzt habe ich gespeichert statt... geladen. Thank you.
Also manchmal klappt es auch nicht so, wie es soll, ja? Wow. Kommt er bestimmt gleich wieder. Nee. Oh, oh. Ich gebe mir jetzt massig Scharfschützenmunition. Warum tut ihr dies? Ich bin am Rand dieser Grube. Ich sehe einen Weg hier raus. Das ist aber schön. Ich bin am Boden der Grube. Ich suche einen Weg hinauf. Okay, die Söldner wollen nicht, dass wir abhauen. Dann werde ich mal ein Wörtchen mit ihnen reden. Ja, mach mal. Wow, wow. Okay, so richtig hoch komme ich hier auch nicht. Hätte ja klappen können, aber hat es nicht. Okay. Das sieht mir alles zu offen aus, das mag ich nicht. Die Situation wird anders gelöst. Die Söldner haben genug. Sie packen ihre Sachen. Na, das wäre ja mal was. Als hätten die jetzt schon genug. Kann doch bald nicht sein. Da. Hier ist ein Lift. Ich fahre nach oben. Okay, ich sehe den Lift. Ich bin gleich da. Die Cleaner sind weg. Alles klar. Das Abfeuern einer Waffe ist eine binäre Entscheidung. Abdrücken oder nicht. Stopp! Warten Sie! Warum zückt er seine Marke? Die weiß doch, dass er Polizist ist. Halten Sie sich raus, Max. Sie machen alles nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. So sicher wie die Kugel durch Fleisch, Organe und Knochen des Opfers fährt, wird das Bild des Mannes, der den Abzug zieht, zerstört. Ganz ruhig! Zurück, Payne! Blicke ich zurück, sehe ich dieses Bild. Diese Momente, weiß wie Schnee, töten dich, verändern dich. Du stirbst und lebst weiter, neugeboren. Nein, Mona! Winterson! Getroffen! Er ist über den Rand gefallen! Der böse Geist der Grube. Egal wie lange du brauchst, um nach oben zu klettern. Der Fall dauert nur einen Augenblick, wie bei einer Sucht. Ich träumte von meiner Frau. Darin tötete ich sie für meine Geliebte. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden, Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was noch. Er steht unter Schock, zwei große Zugänge intravenös, Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Typ ist am Ende, wir verlieren ihn. Ich hatte Mona gewählt. Ich fühlte mich, als hätte ich sie verloren. Du bist ein Engel, Max. Sind wir also im Krankenhaus gelandet. Okay. Na, ich werde wahrscheinlich hier nirgendwo was kriegen.
Okay, ich habe nicht mal eine Lebensanzeige. Na gut. Dann folgen wir dieser verführerischen Dame. Oh, springen kann ich noch. Max. So fühlt sich bestimmt ein Trip an. Denk, verdammt, denk. Denk, denk. Halt. Halt. Ich komme dahinter. Ich kann alles erklären. Ich hab sie getötet. Ich mach's wieder gut. Meine Frau. Denk. Mein Baby. Sie erschossen. Hab sie unter den Rosenbusch im Hinterhof begraben. Es tut mir leid. Ich werde ihn kriegen. Okay. Max, du hast ganz schöne Probleme in deinem Kopf. Mona. Uiuiui. Wo lang bitte? Hier lang wahrscheinlich? Mona Sex. Halt! Halt, warten Sie! Halten Sie sich da raus, Max. Sie machen es nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Alles klar. Im Fernsehen läuft das Letzte, was wir getan haben. Okay. Hoffentlich wird die Sendung nicht direkt abgesetzt. Sie müssen Pain Killer nehmen. So, wo lang soll ich denn jetzt? Hier. Gehen wir hier nochmal lang. Gut, dann sind wir jetzt direkt im Polizeirevier. Max, sie ist eine Mörderin. Max. Ich geh mal ans Telefon. Sie ist eine Max. Von Ihnen. Bleib zurück. Max. Wintersons Apparat. Pflicht als Detective. Vlad? Oh, toll. Ich tue das für dich, Max. Echt? Kugel in den Kopf. Ich kann die Qual beenden. Na, schönen Dank auch. Das Anwesen jetzt. Plötzlich stehst du vor den Überresten deiner eigenen Schöpfung. Bleibst du dort? Die Augen geschlossen, Angst dich zu bewegen, in der Hoffnung zu verbluten. Oder kriechst du hinaus, hilfst deinen Lieben und sorgst dafür, dass sich das Feuer nicht ausbreitet. Das ist Ihre letzte Warnung. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Die ganze Zeit haben wir das Märchen vom Dornröschen falsch verstanden. Alle Einheiten in Position. Wir sind bereit. Der Prinz hatte sie nicht geküsst, um sie zu wecken. Nach 100 Jahren Schlaf wacht niemand wieder auf. Okay, Leute, macht euch bereit, reinzugehen. Wir sind soweit. Es war genau andersrum. Er küsste sie, um selbst aus dem Albtraum aufzuwachen, der ihn dorthin gebracht hatte. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Im Schnelldurchgang von dem hier zu Wintersons Leiche im Leichenschauhaus des Hospitals. Ich war ein Mörder. Ein Kopfkiller. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht wählen kann, wie man sich fühlt. Ich hatte lange genug am Boden der Grube gelegen. Zu lange. Die Söldner der Reinigungsfirma wollten zu mir. Ich brauchte eine Waffe. Musste an ihnen vorbeikommen. Hoffentlich würden die Schmerzmittel reichen, um mich auf den Beinen zu halten. Fella, Mitchum hier. Das war ich. Hätte ihn in der Lobby fast gehabt. Wo kriegen wir jetzt hier eine Waffe her? Ja, habe ein paar Gasflaschen getroffen. Schmerzmittel. Im Leichenschauhaus, da sitzt er in der Falle. Okay, beeilt euch. Over und Ende.
Wie soll ich das machen? Gib mir die Knarre ab. Hau ihn aufs Maul. Ja gut, aber das wird, glaube ich, nicht reichen. Also, komm ich auch nicht weiter. Okay, ich renne weg. Ich mach den weg, renne Rinski. Okay, das bringt mir alles nichts. Ah, guck mal hier. Natürlich nicht. Komm schon. Wir sind hier in Amerika. Da liegt in jedem Kinderzimmer eine Knarre. Oh, guck mal, ein Toter. Und der hat natürlich keine Waffe. Wow. Warum hat der Wachmann auch keine Knarre? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, okay. Die Söldner der Reinigungsfirma wollten zu mir. Ich brauchte eine Waffe. Musste an ihnen vorbeikommen. Hoffentlich würden die Schmerzmittel reichen, um mich auf den Beinen zu halten. Fella, Mitchum hier. Okay, erstmal... Bumm! Umgeholzt. Alles klar, dann hier durch. Wie blöd muss man sein? Da drin waren sie sicher. Der Ach, halt. Penner. Jetzt bist du dran. Du bist doch selber ein Penner. Achso, nee. Irgendwo eine Knarre. Wow. Wow. Hör auf. Komm schon. Schmerztabletten? Okay. Weißt du etwa, wo ich bin? Oh, noch ein zweiter. Ich kann ihn nicht mal verhauen. Wo ist er? Hier kommt er nicht raus. Ich bin an der Tür und passe auf, dass er nicht vorbeikommt. Hey! Du bist an der Tür und passt auf, dass ich da nicht wegkomme. Stehen bleiben, Waffen fallen lassen. Du zuerst. Der tote Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen gelassen. Gut. Scheiße, nein. Ach, halt die Fresse. Oh nein, ich hab vergessen hier. Nein, 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 nein. Oh, erst einsammeln. Dann hier hoch. Eine Scheiße. Ach, halt die. Hey, du bist selber ein Penner. Penner ist der, der jemand anders Penner nennt. So, so ein Ding ist das nämlich. Okay, dann können wir hier durch. Hier. Kriegen wir nichts? Hier wird gleich wieder auf mich geballert. Dann kann ich hier rein. Ah, auf den Sicherheitsmann warten. Schmerzmittel. Nein, ich kann den Sicherheitsmann nicht entgegenlaufen. Ich muss warten, bis er drauf geht. Was denn jetzt? Hä? Hallo, ich bin noch hier. Kommt rein, Jungs. Juhu. Sicherheitsmann? Komm doch endlich. Bin ich jetzt so weit schon vorgerannt, dass der mich nicht mehr findet, oder was? Ist doch nicht wahr. Kommt der andere Dude nicht hinterher, oder was ist da los? Ja, ist ja gut. Kann ich nicht mal irgendwas werfen, verdammt. Was ist denn jetzt hier? Nö, nö, lass mal. Nein, da kommt der andere Arsch. Und da komme ich nicht durch die olle Tür. Okay, warte, warte, warte. Gehen wir hier nochmal rein. Der Typ kommt irgendwie gerade nicht hinterher. Da war ich vielleicht zu flink, ich weiß es nicht. Die Reinigungsfirma wollten zu mir. Ich brauchte eine Waffe. Musste an ihnen vorbeikommen. Das wird, glaube ich, erst getriggert, wenn... Ja, ist ja gut, Max. Halt die Klappe. Fella? Mitchum hier. Das war ich. Ja, das warst du. Jetzt ist es soweit, Payne.
Ich muss ihn wohl immer ein Stückchen aufholen lassen oder so. Dämlicher Penner, ey. Kommst du? Mach ich ja. Mitchum ist hier. Genau hier ist er. So, jetzt wieder der Dude da. Komm schon. Wo ist er? Hier kommt er nicht. Jetzt. Raus. Ich bin an der Tür und passe auf, dass er nicht vorbeikommt. Hey! Wow. Sicherheitsmann. Sicherheitsdienst. Stehen bleiben, Waffen fallen lassen. Du zuerst. Der tote Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen gelassen. Alter. Ja, alles, was ich gesammelt habe, ist schon wieder für die Katz. Na toll, so gut wie keine Munition. Alles klar, Freunde. Aber an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Squatty. Ciao, ciao.